Herzlich willkommen bei Mensch Gott. Mit das Schlimmste, was einem Menschen wohl passieren kann, ist sein eigenes Kind zu verlieren. Christine Tietz muss den Tod ihres einzigen Sohnes miterleben, der ihr und ihrem Mann ein besonderes Erbe hinterlässt. Heute ist sie mein Gast. Herzlich willkommen, Christine Tietz. Danke für die Einladung. Ja, ihr Sohn, er war 19 Jahre alt, als er an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Was haben die Ärzte da gesagt genau? Am Anfang war es so, er wurde von einer jungen Frau angefahren und er war 14 Tage im Krankenhaus und die haben aber nicht festgestellt, dass er faustgroße Tumore schon unter den Achselhöhlen hatten. Und nach 14 Tagen ist er als gesund entlassen worden, aber er war nicht gesund. Er hat fast nur noch geschlafen und ist mir ziemlich oft kollabiert. Und ich habe ihn dann auf eigene Verantwortung wieder einweisen lassen ins Krankenhaus an den Sonntag früh. Der Notarzt hat uns die Einweisung verweigert, weil er gemeint hat, es sind Unfallfolgen und das bräuchte Zeit, er soll sich nicht so anstellen. Aber ich habe ihn dann trotzdem einweisen lassen und die Ärztin hat dann ja ohne Einweisung und rumgezickt. Aber ich habe darauf bestanden und nach einer halben Stunde kam sie und hat gesagt, ob ich heimfahren könnte, könnte mein Mann holen. Und das war für mich im Moment völlig unklare Situation, habe meinen Mann geholt. Ja, und dann hat man uns so in ein Krankenzimmer stehen lassen, in so ein Behandlungszimmer ohne Stuhl, ohne alles. Und dann wurde uns vom Chefarzt selber dann auf den Kopf zugesagt, also ihr Junge, der hat ja faustgroße Tumore und haben sie denn dann nichts vorher gemerkt? Und ich habe ihm dann gesagt, dass er 14 Tage im Krankenhaus war und das wollte er dann fast nicht glauben. Also die Diagnose lautete Lymphdrüsenkrebs, Morbus Hodgkin oder Morbus so Hodgkin, etwas. Ja. Welche Heilungschancen hat man Ihnen denn in Aussicht gestellt? Also zuerst war er auf der Intensivstation, da war ich fast rund um die Uhr. Mhm. Und nach 3 Tagen hat man ihn nach Würzburg in die medizinische Poliklinik, die mit der Uniklinik zusammengearbeitet hat. Und ja, die Ärzte haben uns dann gesagt, also heute, es gibt Chemotherapie und Bestrahlungen und es schmilzt weg wie Butter. Mhm. Also und genau das Gegenteil, was Sie erst gesagt bekommen haben. Ja, genau. Und wir haben ja keinerlei Ahnung davon gehabt und wir haben geglaubt, was wir glauben wollten. Mhm. Schmilzt weg wie Butter und es wird alles schon wieder und es wird auch alles wieder gut. Wie hat denn Ihr Sohn auf die Diagnose reagiert? Ganz gelassen. Mhm. Also für mich war es eigentlich erschreckend, für uns selber erschreckend, obwohl wir jetzt noch nicht damit gerechnet haben, dass es zum Tod führen kann. Also so weit haben wir gar nicht gedacht. Ja. Wie weit unser Alfred jetzt da schon gedacht hat, das weiß ich nicht, darüber hat er sich gar nicht. Aber er hat die Behandlungen bekommen und er war eigentlich auf der Station, ja, der Sonnenschein von den Schwestern, jeder war in ihn verliebt, weil er ein fröhlicher junger Mann war mit... Ja, mit meinem Humor, aber auch mit der nötigen Stille von meinem Mann. Und ja, und es ist von Tag zu Tag ist es immer ein bisschen besser geworden. Mhm. Und wir waren dann auch einfach zuversichtlich. Ja. Und trotzdem, also in dieser Zeit, ein Jahr Chemo und Bestrahlung, welche Gedanken gingen Ihnen da so durch den Kopf? Meine Gedanken waren eher grausam. Weil unser Sohn, der hat gebetet, der ging ja von klein auf an in die Kirche und hat gebetet und immer wieder und sein Lieblingspsalm war der Psalm 23 und ich konnte es nicht verstehen. Ich habe zu ihm gesagt, Alfred, wie kannst du beten? Du bist so krank, du hast niemandem was gemacht. Mhm. An welchen Gott glaubst denn du? Und er hat mich todernst angeschaut und hat gesagt, Mutter, wenn Gottes will, änderst du das nicht. Und da habe ich gesagt, ja, aber was heißt, wenn Gottes will? Habe ich gesagt, du bist jung, du hast niemandem was gemacht. Also was will denn dein Gott dann von dir? Aber er hat sich total ins Gebet gelegt. Er hat nicht einmal gehadert, er hat sich nicht einmal gegen die Behandlung gewehrt, wo ich gemerkt habe, der hat mit Übelkeit zu kämpfen gehabt. Es war die Behandlung damals, es ist ja 27 Jahre, die war so grausam. Also für mich selber, und er lag im Bett, hat mit den Schwestern geschägert und gelacht und ist manchmal abends mit denen fort zum Pizzaessen gegangen. Und ich bin heim, ich war total zerrissen. Ja. Und dann habe ich gedacht, muss er mal ein bisschen nachfragen, was das jetzt ist. Und wie ich dann richtig begriffen habe, dass es ein Krebs ist, der im ganzen Körper ist, dann habe ich Panik. Ja. Ich habe Panik gekriegt, also totale Panik.
Mein Mann, der hat immer versucht, irgendwie alles noch ein wenig so heile Welt sein zu lassen, was ja schon gar nicht mehr war. Ich habe immer versucht, vorm Alfred jetzt nicht zu weinen oder so, weil er war ja stärker wie ich. Aber seine Gelassenheit, ich vertraue auf Gott, da gibt es ja jemanden, der... Bevor Sie wussten, dass das alles gestreut hatte und so weiter, haben Sie ja daran festgehalten, dass er wieder gesund werden würde. Aber ab wann kamen Ihnen dann so von sich aus Zweifel, dass er es nicht Der erste Zweifel kam genau an meinen Geburtstag. Mhm. Das war dann fast ein Dreivierteljahr später. Da ist er früh aufgestanden, er war ja haarlos und kommt in die Küche und legt mir eine Kette mit dem Herz um den Hals und hat zu mir gesagt, Mutter, wenn ich heute nicht mehr bin, sollt ihr wissen, dass mein Herz immer bei euch ist. Mhm. Und in dem Moment hat es bei mir Klick gemacht. Also ich kann heute gar nicht mehr genau sagen, wie ich den Tag verbracht habe. Auf jeden Fall, ich habe meinen Mann mit ihm allein gelassen und bin nach Würzburg gefahren und habe dem Arzt gesagt, also ich möchte wissen, was los ist, aber er hat es so ins Lächerliche gezogen und hat gesagt, ach, ist alles nicht so schlimm, wie's, und es geht ja alles wieder. Und dann habe ich so richtig mit der Faust auf den Tisch gehauen und habe gesagt, ich spüre doch, dass da irgendwas ist, ich spüre doch, dass da irgendwas kommt. Also gut, wenn Sie es wissen wollen, es sieht nicht gut aus um den Alfred. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, was heißt, sieht nicht gut aus? Und hat er gesagt, ja, er hat vielleicht noch höchstens 6 Wochen, eher weniger wie 6 Wochen. Ja, und mit der Diagnose bin ich dann heimgefahren. Also ich selber konnte meinem Mann gar nicht sagen. Ich habe Angst davor gehabt, wie mein Mann reagiert. Ich habe dann den Hausarzt angerufen und habe ihn gebeten, dass er das meinem Mann sagt. Und er hat es dann auch gemacht, aber... Ihr Sohn blieb bis zum Schluss ganz gelassen, haben Sie gesagt, dass er einen Glauben an Gott hatte. Warum hat Sie das so wütend gemacht? Es hat mich wütend gemacht, weil ich habe von Kindheit an immer versucht, irgendwo Gott zu finden. Mhm. Selber auch. Und wir wurden ja immer in die Kirche geschickt, aber ich habe den Gott nicht gefunden, den er gekannt hat. Mhm. Und ich konnte es auch vom Verstand her nicht begreifen, dass ein junger Mann mit 19 Jahren oder dann 20, dass der dann sagt, Mutter, da wo ich hingehe, ist es viel schöner, also wie in der Welt. Und wenn Gott es will, dann änderst du das nicht. Und ich stehe da und bin machtlos. Ja, Ihr Alfred ist ein sehr besonderes Kind gewesen. Und wir haben mal ein paar Eindrücke gesammelt, wie er so war. Mhm. 1967 geboren, ist Alfred für die noch sehr jungen Eltern ein absolutes Wunschkind. Er bleibt ihr einziges Kind. Die ganze Zeit habe ich mir zu ihm gesagt, mein Männle, weil er klein war und er wollte schön über sein. Obwohl seine Eltern ihm nie von Gott erzählen, fängt er bereits im Kindergartenalter an, sich für den Glauben zu interessieren. Er sammelt kleine Holzstücke und schreibt darauf Gebete. Sonntags geht er alleine in den Kindergottesdienst. Als 8-Jähriger begleitet Alfred die Nachbarin zum ersten Mal auf einen Friedhof und geht danach jede Woche dorthin. Und er hat mir dann auch immer gesagt, wenn er vor dem Grab steht, dass er dann dieses Gebet spricht, Herr, lass sie ruhen in Frieden. Ich konnte damit nicht anfangen. Und manchmal habe ich gedacht, dass er vielleicht geistig krank ist oder so, weil für uns war das nicht normal. An seinem innigen Glauben hält Alfred fest, auch als er älter wird. In besonderer Erinnerung bleibt der letzte gemeinsame Urlaub. Es ist mein Lieblingsfoto, weil es so eine Einheit zeigt zwischen Vater und Sohn. Es war eine unheimlich große Harmonie. Woher hatte er diesen Glauben? Wir wissen es bis heute nicht richtig. Wir können es uns noch so vorstellen, wie er 6 Jahre alt war, ist er von der Schule mal mit einem Mädchen heim und ist nicht heim und sind am Main und da ist er reingefallen. Und da muss er versucht haben, irgendwie rauszukommen. Mhm.
Wir haben es erst ein halbes Jahr später erfahren, dass er unter großen Anstrengungen versucht hat, herauszukommen. Und ich kann mir nur vorstellen, dass er in dieser Minute, wo er vielleicht wirklich Angst gehabt hat, da zu ertrinken, dass ihm der Gott begegnet ist. Mhm. Heute im Nachhinein, weil anders können wir uns das nicht erklären. Mhm. Weil ich war nicht gläubig, mein Mann war nicht gläubig, unsere Familie, gut, meine Mutter, die haben uns in die Kirche geschickt, aber wir haben jetzt daheim weder Bibel gelesen oder sonst irgendwas. Mhm. Er hat es in sich gehabt von klein auf. Und Sonntag, Gottesdienst und wenn er keine zwei Zehnerle gehabt hat für einen Klingelbeutel, dann wollte er nicht gehen. Dann habe ich mir oft bei der Nachbarin einmal zwei Zehnerle gebeugt, weil er wollte für den Klingelbeutel sein Opfer haben, die zwei Zehnerle. Ja. Sehr, sehr erstaunlich. Aber dann hat er vielleicht ganz früh schon so eine Art Rettungserlebnis gehabt aus diesem See. Besonderes Kind und es war auch irgendwo ein besonderer Tod. Was hat sich denn in den letzten Stunden, bevor er starb, ereignet? Ich wollte ihn eigentlich zuerst zu Hause lassen zum Sterben. Im Nachhinein bin ich froh, dass ich das nicht gemacht habe. Mhm. Und man hat mir dann ein Bett nebenan hingeschoben, weil ich habe nächtelang nicht geschlafen, weil ich immer Angst habe, ich verpasse irgendwas oder ich höre ihn nicht. Ja. Wo man als Mutter immer Angst hat, man hört seine Kinder nicht, wenn sie in Not sind. Ja. Da habe ich immer Angst davor gehabt. Und er legt sich ins Bett und abends um 11 Uhr. Mein Mann sitzt unten am Bett in so einem großen Sessel und ich war neben ihm in dem anderen Bett. Und auf einmal hat er sich aufgerichtet und es war überhaupt kein Licht im Zimmer. Wir haben so einen kleinen Schein von der Straßenlaterne gehabt. Und mein Mann sagt, Christine, irgendwas ist da. Und ich springe aus dem Bett und stehe neben dem Bett. Und in dem Moment kam wie Licht aus ihm selber. Mhm. Also das Zimmer war hell. Mhm. Wir haben ihm wirklich, wie als würde eine Lampe ihn anleuchten, so ging Licht von ihm aus. Und er hat gemeint, er wird abgeholt und hat sich ausgestreckt, runter ans Bettende und nach vorne gebeugt. Und, aber diese Gesichtszüge, ich würde jedem wünschen, wenn er mit dem Sterben zu tun hat, dass er diese Gesichtszüge mal sieht. Die er hatte? Ja. Mhm. Man kann es nicht beschreiben, aber da war so ein richtiges Glücklichsein, so ein richtiges, ja, also froh. Und immer, wenn er vorher gesagt hat, Bruder, da, wo ich hingehe, ist es schöner wie da, wo ich bin. Das habe ich in dem Moment gesehen. Ich habe es gesehen, aber glauben wollte ich es nicht. Ja, ein sehr, sehr besonderes Erlebnis. Man könnte ja auch denken, weiß ich nicht, was hat die Frau da gesehen, aber wie ihr Mann das erlebt hat, auch, das haben wir auch mal vor der Kamera festgehalten. Ja, und wir waren dort in dem Zimmer. Auf einmal geht er nach oben und greift. Dann habe ich gesagt, was ist jetzt los, Großer, was ist denn? Ja, da ist jemand und ist nach vorne und ich habe ihn dann versucht zu halten, dass er mir nicht aus dem Bett rausfällt. Und habe immer wieder gesagt, es ist doch niemand da. Doch, doch. Es war zu dem Zeitpunkt, als wenn irgendeine Lampe oder irgendein Licht angegangen wäre in dem Raum. Als wenn irgendwo einer gedrückt hätte und jetzt ist es hell. Es konnte aber nicht sein, weil es war ja niemand da, außer meiner Frau und ich und er im Zimmer. Es war niemand da, aber der Raum war hell. Kurze Zeit später stirbt Alfred mit nur 20 Jahren. Dieses Licht hat Ihr Mann auch gesehen. Was haben Sie gedacht, was da so leuchtet? Ich habe in dem Moment überlegt, ist es jetzt Gott oder ist es nicht Gott? Man hat auch immer was von Engel gehört. Ist es jetzt Engel oder wird er zum Engel? Oder mir sind tausend Gedanken durch den Kopf, aber ich konnte es nicht. Ich habe es nicht gewusst. Ja. War denn das Erlebnis ein Trost für Sie? Im ersten Moment nicht, in den ersten Jahren überhaupt nicht. Und ich habe unser Leben auch mal manchmal gemacht. Weil ich habe totalen Lebensmut verloren gehabt und
Ich war am Bahndamm gestanden und habe gedacht, jetzt, wenn der Zug kommt, springe ich. Und es kam kein Zug. Also ich habe jahrelang immer nur daran gedacht, ich will und ich kann und ich mag so nicht leben. Sie haben es auch immer abgelehnt, mit diesem Pfarrer zu sprechen, bei dem Ihr Sohn war. Warum auf einmal haben Sie sich auf ein Gespräch mit ihm eingelassen? Ich habe ihn um Hilfe noch einmal gebeten, weil ich gemerkt habe, solange wie unser Alfred da war, war für mich meine Familie, meine kleine Familie, das war meins, mein Ein und Alles. Und wie der Alfred dann tot war, habe ich plötzlich Verlustangst entwickelt bei meinem Mann. Wenn der mit dem Auto unterwegs war, ich habe immer gedacht, irgendwann kommt er auch nicht mehr heim. Und ich habe wahnsinnig Verlustangst gehabt. Jetzt war unsere Ehe praktisch auch keine Ehe mehr bei uns. Es spielte ja kein Eheleben mehr eine Rolle, gar nichts mehr. Ich habe ja nur an mich gedacht und dann stand auch Weihnachten bevor und so. Und ich wollte nichts hören, nichts sehen und gar nichts. Und dann habe ich gedacht, also wenn mir einer helfen kann, dann kann das der Seelsorger, der bei uns am Alfred immer war. Dem habe ich da auch vertraut und da habe ich ihn gebeten, ob er mal kommt und dass man mal drüber sprechen kann. Und der hat mir dann also mit warmen und lieben Worten eigentlich den Kopf gewaschen und hat mir gesagt, also der Alfred hätte das nie gewollt und auch mein Mann hätte noch ein Recht in dieser Welt, wieder eine Frau zu haben, die auch für ihn wieder Frau ist und dass das Eheleben halt auch wieder da ist. Aber ich konnte es im Moment jetzt von den Worten her aufnehmen, aber selber vom Geist her hat es noch lang gedauert. Ja, wann haben Sie dann das erste Mal wieder lachen können? Also lachen, das war nach über 5 Jahren. Und heute muss ich sagen, ich bin dankbar, dass mein Mann nicht die Flucht ergriffen hat. Und mein Mann hat auch darunter gelitten, dass ich nicht mehr gelacht habe. Aber was ist denn mit Ihren Fragen gewesen, die ja noch offen waren? Ja, ich habe dann mit meinem Mann immer, mein Mann hat ja immer wieder zugehört und wir haben immer wieder geredet und ich habe dann gesagt, also ich möchte das finden, was unser Alfred gehabt hat. Wenn er das gekannt hat und was er in sich gehabt hat, muss er dann irgendwo auch zu bekommen sein. Und dann habe ich angefangen und habe gesagt, ich gehe in die Kirche. Und dann bin ich jeden Sonntag in die evangelische Kirche da in Kitzingen und ja, so traurig und frustriert, wie ich hinein bin, bin ich auch wieder heim, eher weinend wieder. Und mein Mann hat dann nach langer Zeit gesagt, Christine, es hat keinen Sinn. Du kommst noch schlimmer heim, wie es dir fortgehst. Ich habe das dort nicht gefunden. Ja. Ich habe immer gedacht, wie kann man an den Glauben kommen? Wie kann man an den Gott kommen, an den er geglaubt hat? Ja, es hat noch sehr lange gedauert. 10 Jahre nach Alfreds Tod hat es plötzlich geschnackelt bei Ihnen. Was ist da passiert? Wir sind umgezogen in ein anderes, in ein behindertengerechtes Haus. Und dort habe ich eine Frau kennengelernt, die im Rollstuhl saß und die war Christ. Und die hat mich eingeladen in die Freichristengemeinde Kitzingen. Und da bin ich mit. Also Mama, einfach in den Gottesdienst? Einfach in den Gottesdienst, ja. Und ich weiß noch wie heute, ich stehe in dem Gottesdienst und ich habe an dem Tag habe ich auch was gespürt. Was haben Sie gespürt? In mir, in meinem Herzen hat sich irgendwas bewegt. Und ich habe bei dem Gedanken, wie ich gehabt habe, ich meine, ich stand ja da in dem Gottesdienst und habe eigentlich an meinen Alfred gedacht. Ja. Und Alfred, wenn es den Gott gibt, den du gekannt hast, ich will den kennenlernen und ich will wissen, wer das ist oder was er ist. Und ich habe plötzlich Gänsehaut gekriegt. Ich habe es weinen angefangen. Also ich glaube, ich habe an dem Tag 3 Stunden lang geweint. Und plötzlich habe ich den Drang gehabt, ich will erst einmal wissen, was überhaupt mit der Bibel, was überhaupt über Gott da gesprochen wird. Und wir hatten noch so einen alten Herrn, der dort immer gepredigt hat. Und zu dem bin ich hin, der hat immer so Bibelabende gemacht. Und da habe ich gesagt, also ich möchte gern wissen, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe Religionsunterricht, aber ich habe keine Ahnung, wie man jetzt Gott findet in der Bibel oder was man da liest.
Und da hat er ganz lapidar zu mir gesagt, naja, Christine, dann fangen wir bei dir halt mit Adam und Eva wieder an. Mhm. Und von dem Tag an bin ich jeden Sonntag dorthin und jeden Mittwochabend oder Donnerstag in die Bibelabend. Mhm. Und so habe ich jetzt einmal vom Geist her ein wenig erfahren, wer dieser Gott ist. Mhm. Und je mehr ich dort war, umso mehr habe ich gemerkt, dass in mir, dass ich ruhiger war. Es war nicht mehr diese Sehnsucht, ich will jetzt sterben, mhm, oder ich will mich umbringen. Ja. Das hat aufgehört. Mhm. Was hat Ihnen denn dann jetzt letzten Endes diesen Trost gegeben? Welche Hoffnung haben Sie bekommen? Ich habe die Hoffnung bekommen, dass ich jetzt weiß, dass Gott es zugelassen hat, dass unser Sohn gestorben ist. Sonst wären wir nie zum Glauben kommen. Mhm. Und die, dass ich die Hoffnung habe, dass ich weiß, wo unser Alfred ist und wo ich immer hinkomme. Mhm. Wo ist das genau? Was bedeutet das? Für mich bedeutet es das ewige Leben. Mhm. Aus heutiger Sicht, wie ordnen Sie jetzt das Erlebnis damals am Sterbebett ein? Was war das? Heute bin ich mir sicher, dass entweder Gott ihn selber abgeholt hat oder dass er ihm jemanden geschickt hat. Mhm. Aber ich denke, heute weiß ich, dass Gott an dem Abend in dem Raum war. Mhm. Und es ärgert mich wahrscheinlich ewig lang, dass ich damals nicht wusste, dass es Gott ist. Mhm. Aber heute weiß ich, es kann nur Gott gewesen sein, weil eigentlich die Vorhersagen waren, dass diese Krankheit sehr schmerzvoll enden kann. Und ich diese Angst auch hatte. Aber unser Alfred, der ist so friedlich eingeschlafen mit so einem Leuchten und Lächeln im Gesicht. Mhm. Also kann nur Gott bei ihm gewesen sein. Mhm. Sie waren damals ja trotzdem sehr erbost, dass Ihr Sohn sehr früh sterben musste. Und es passiert ja auch heute noch, dass Menschen früh aus dem Leben gerissen werden. Was ist Ihre heutige Sicht darauf? Meine heutige Sicht ist, dass ich denke, dass Gott versteht, wenn wir hadern und wenn wir streiten. Mhm. Also ich habe damals Gott verflucht, wirklich. Mhm. Und heute weiß ich, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und dass ich da dabei sein will. Und dass Gott uns unser Leben lang begleitet, dass er Dinge zulässt, die passieren, die im Leben passieren. Und ich bin nicht die einzige Mutter, die ihr Kind verloren hat. Es gibt viele Mütter. Aber ich würde jedem wünschen, dass er den Glauben finden kann. Mhm. Dass er den Glauben finden kann, den unser Alfred als Kind hatte und den ich heute habe. Mhm. Weil ich weiß, ich stehe immer vor Gottes Tür. Und sie geht auf. Ja. Vielen Dank. Das ist eine total anrührende Geschichte, die Sie uns da mitgebracht haben und dass Sie hier bei uns das erzählt haben. Danke dafür. Ja, eine sehr traurige und zugleich schöne Geschichte. Schon viele Menschen haben in den unterschiedlichsten Lebenssituationen eine Begegnung mit Gott gehabt. Einige davon finden Sie in der Mediathek von Mensch Gott oder auf unserem YouTube-Kanal. Das war's für heute. Tschüss. Wenn Sie Fragen zur Sendung haben, dann können Sie sich gerne bei uns melden. Sie erreichen uns telefonisch unter 06441 957 1414 oder per Mail an menschgott@erf.de.